Essen. Ah, guten Morgen, Leute. Wir haben es 19.07 Uhr. Der Neuseeländer ist bei mir auf dem Hut. Ja, er wird uns heute in der Show begleiten. Hinter der Kamera ist wieder der Tobi. Hallo. Wir bestellen heute wieder etwas zu essen. Und das ist einmal, das seht ihr eh gleich, wenn ich wieder bei den Fetten da unten was mach. Krieg ich dein Handy? Hallo? Hallo. Ich hätte gern einmal eine Pizza Margarita. Ja? Ein Döner-Teller mit Knoblauchsoße und ohne Tomaten und Gurken. Also ohne Tomaten und ohne Gurken? Genau. Welche Soße? Knoblauch. Knoblauch, ja? Und einmal 6er Chicken Nuggets, bitte. Zum Liefern, bitte. Okay. Okay, tschüss. Tschüss. Diese Bestellung war erfolgreich. Wir hatten mal keinen inkompetenten Türken am Telefon. Manchmal haben wir sehr inkompetente Türken am Telefon, die sehr inkompetent sind und türkischer Abstammung sind. Und aus der Türkei kommen. So, das Pizza-Bestellen ist vorbei. Der Neuseeländer hockt immer noch hier. Wir haben aber einen anderen Tag, denn das ist ein anderer Tag. Und zwar, meine Verehrten, ihr habt schon bemerkt, das Video hat so die Balken. Denn das Video ist im 21:9 Format, nicht im 16:9. Das normalerweise ist bei euch. Ich habe ja eine Dartscheibe, ne? Oh Gott, das Bullseye, jawohl. Der ein oder andere hat sich bestimmt schon mal gefragt, was ich für ein Mofa hab. Oder nett. Aber für die, die es wissen wollen, die Hercules Prima 5, die nichts mit dem Gott Hercules zu tun hat, obwohl der auch ziemlich cool ist, hat 1,5 PS bei 3250 Umdrehungen die Minute und ist zugelassen auf 25 km/h. Die Betonung liegt auf zugelassen. Sie hat einen luftgekühlten Sachsmotor mit 50 Kubikmeter Hubraum und hat 2 Gänge. Damit ein Fettsack wie ich auch mit dem Ding fahren kann, ohne dass das gerade zusammenbricht, hat die Hercules eine Teleskopgabel mit 60 bis 80 mm vorne und 50 mm hinten. Es hat 2 Trommelbremsen und wiegt ohne überlappende Fettschichten 48 Kilogramm. Bei manchen wird es knapp, da sie zugelassen ist bis 160 Kilogramm. In den Tank passen 4,5 bis 5 Liter und das Mischverhältnis ist 1:50. Der Geräuschpegel beträgt zwischen 60 und 75 Dezibel und ist deswegen fast so laut wie ein Presslufthammer. Gebaut wurde die Prima 5 erstmals Mitte der 70er Jahre. Das heißt so, als Star Wars gedreht wurde. Jedenfalls hoffe ich, dass dieses Jahr wieder ganz viele schöne Mova-Vlogs zusammenkommen und ich meinen Nachbarn wieder richtig hart auf den Sack gehe. Und die Moral der Geschichte: Kauft euch gefälligst ein Mofa.